Hallo, Herr Witte. Sie leiten seit 2008 die AG Molekulare Festkörperphysik. Mit welchen Materialien beschäftigt sich Ihre AG jetzt im Speziellen und woran forschen Sie? Wenn man an einen Festkörper denkt, denkt man normalerweise an ein Metall, vielleicht auch an einen Halbleiter wie Silizium. Alles atomare Festkörper, die aus Atomen aufgebaut werden und nicht aus Molekülen. Was wir machen, wir beschäftigen uns mit Festkörpern, die aus Molekülen aufgebaut sind. Zum Beispiel? Da kann man zum Beispiel organische Halbleiter nehmen. Man braucht gar nicht in so Technologie gehen. Man kann auch in die Natur gucken. Es gibt zum Beispiel Moleküle wie Vitamine oder DNA oder so etwas. Und die kann man auch kristallisieren. Und das benutzt man, um etwa tiefere Einblicke in die Natur von solchen molekularen Gebilden zu kriegen. Es gibt Mikroskope, mit denen man Moleküle sichtbar machen kann. Aber wenn man in das Molekül reingucken will, braucht man Beugungsmethoden und da reicht es nicht, ein Molekül zu haben. Da muss man einen kristallinen Verband haben und dann schafft man es wirklich auch in das Molekül reinzuschauen und die Atomposition von jedem Atom im Molekül zu identifizieren. Und Sie beschäftigen sich mit der Probenpräparation und der Charakterisierung. Richtig, weil das Problem ist, wenn man sehr detaillierte Verständnisse haben will, dann muss man sehr geordnete Proben herstellen. Und die Schwierigkeit bei den molekularen Festkörpern ist, dass die Moleküle nur ganz schwach miteinander wechselwirken und häufig Feststoffe dann ungeordnet, meistens sogar amorph sind. Und wir haben uns darauf spezialisiert, kristalline Filme oder Festkörper herzustellen. Wie stark ist Ihre Forschung auf eine mögliche technische Anwendung fokussiert? Tatsächlich, als wir dieses Feld begonnen haben, gab es so in den Anfang der 2000er Jahren einen enormen Boom. Damals war die organische Elektronik gerade so ein Hype-Thema. Mittlerweile ist die Technologie so etabliert, dass man auch Bauelemente herstellen kann. Wir machen das jetzt seit 2 Jahren sogar auch selber in unserer Gruppe. In dem Bereich der Transistoren, was bringt da die Organik? Das ist eine berechtigte Frage, weil die Performance von solchen Bauelementen ist vergleichsweise grottenschlecht verglichen mit Transistoren, die man aus Silizium herstellt. Was man aber machen kann, man kann diese organische Elektronik sehr preiswert herstellen, nämlich durch Drucktechniken mit einem Tintenstrahldrucker oder mit einem Offsetdrucker, so wie ein Buch gedruckt wird, kann man das drucken und dann hat man ganz geringe Kosten zur Herstellung und dann kann man das als kleines Add-on einbringen und hat dann so eine druckbare Elektronik. Auf unserer Homepage werden Sie zitiert mit einem Satz, den ich kurz vorlese. Die Möglichkeit, molekulare Nanostrukturen gezielt herzustellen, ist wie Lego-Spielen mit Molekülen. Sie haben uns auch Lego-Steine mitgebracht. Wenn man in der Lage ist, aus solchen Bausteinen, aus solchen molekularen Lego-Bausteinen Materie zu bauen und auch künstliche Materie zu stellen, dann kann man fantastische Strukturen erschaffen, deren Eigenschaften man analysieren kann. Wenn ich das kurz erläutern darf, eine Schwierigkeit, die herrscht, ist, dass diese Moleküle sich nicht richtig entscheiden können und die können in verschiedenen Packungsmotiven sich anordnen. Das nennt man Polymorphismus. Und je nachdem, wie die Moleküle angeordnet sind, zeigen die dann andere Eigenschaften. Das heißt, wenn man detaillierte Studien machen will, muss man erstmal einen riesen Umweg gehen und muss verstehen, wie man die Natur dazu bringen kann, Moleküle in einer ganz spezifischen Form sich anzuordnen. Das haben wir über die letzten Jahre gelernt und können das. Und wenn man das hat, dann kann man sogar auch künstliche Strukturen nehmen. Ich zeige das mal, indem ich 2 verschiedenfarbige Moleküle nehme. Die kann man stapeln und kann die arrangieren. Und dann eröffnet sich ein ganz neues Universum von neuen Strukturen. Die kann man dann analysieren. Das ist also sehr reichhaltig. Was begeistert Sie denn persönlich an der molekularen Festkörperphysik? Nun, was ich sehr schick finde, das ist extrem interdisziplinär und dann die Möglichkeit auch weiterzugehen. Das heißt, wir können ganz verschiedene Fragestellungen und auch experimentelle Techniken kombinieren. Und ich finde es schon einen ungeheuren Reiz, wenn man etwa mit Mikroskoptechniken, die wir auch benutzen, einzelne Moleküle direkt sichtbar machen kann. Wollten Sie immer schon Professor für Experimentalphysik werden? Das ist sicherlich sehr ambitioniert. Also was mich sehr früh interessiert hat, in der Tat Physik und nicht Ingenieurswissenschaften. Ich habe natürlich auch Mopeds und Fahrräder oder Radios auseinandergeschraubt. Wenn ich es aber verstanden hatte, wie es funktioniert, wollte ich das nicht dauerhaft machen. Ich habe mich dann sehr früh für Physik interessiert, habe das studiert und ich muss sagen, ein sehr wesentlicher Anteil
Forscher zu werden liegt an meinem Werdegang, dass ich meine Diplom- und Doktorarbeit am Max-Planck-Institut in Göttingen angefertigt habe. Und dort habe ich sehr, sehr früh kennengelernt, die Freiheit von Forschung, sich wirklich austoben zu können und verrückten Fragestellungen nachzugehen. Ich habe gesehen, dass Sie nach Ihrem Studium ein Jahr als freier Mitarbeiter an einem Satellitenprojekt mitgearbeitet haben, Satellitenprojekt Orpheus. Und dieses Orpheus-Projekt war ein spannendes Projekt. Das war nämlich ein UV-Spektrometer, was mit dem Space Shuttle geflogen ist und wo diese Firma den Auftrag hatte, das Ding aufzubauen und die optischen Komponenten zu integrieren. Und meine Aufgabe war es dann sozusagen als Assistent der Projektleitung für die optische Justage verantwortlich zu sein. Vorausgesetzt, Ihr Job lässt Ihnen überhaupt ein bisschen Freizeit. Wie verbringen Sie diese Freizeit? Früher habe ich sehr viel Sport gemacht. Mittlerweile habe ich nicht mehr ganz so viel Fitness, das zu machen. Es beschränkt sich jetzt meistens auf Fahrradfahren, Wandern und ich gehe regelmäßig schwimmen. Was ich allerdings sehr gerne mache, ich gehe in unseren Garten und tobe mich da im Garten ein bisschen aus. Habe da so eine gute Arbeitsteilung mit meiner Frau, die pflegt das Gemüsebeet und ich kümmere mich um das ganze Beerenobst. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Lesen Sie überhaupt gerne? Ich muss ehrlich sagen, dass ich deutlich weniger lese, als ich früher in meiner Studentenzeit gelesen habe. Ich gucke mir jetzt manchmal, nehme ich mein altes Buch aus dem Bücherregal mal wieder und gerade habe ich Giorgio Bassani, Die Gärten der Finzi Contini. Das sind so italienische Literatur und das ist so ein bisschen entspannend. Gut, wir nähern uns dem Ende des Interviews, aber wenn Sie sich die anderen Videos angeschaut haben, wissen Sie, dass jetzt noch Zeit ist für die Blitzfragerunde. Ich erkläre nochmal kurz die Regel. Also ich stelle Ihnen gleich entweder oder Fragen und dann müssen Sie darauf antworten, also zum Beispiel Tee oder Kaffee. Kaffee. Genau, Sie haben das Prinzip verstanden. Wenn Sie nicht antworten können oder wollen, können Sie auch weiter sagen. Sind Sie bereit? Ja. Okay, dann geht's los. Frühstück oder Abendessen? Frühstück. Sandkasten oder Schaukeln? Schaukeln. Probenpräparation oder Charakterisierung? Beides. Batman oder Spider-Man? Batman. Butterbrot oder Mensa? Mensa. Kuchen oder Eis? Kuchen. Wandern oder Radfahren? Radfahren. Organik oder Anorganik? Organik. Putzen oder Kochen? Kochen. Ich sehe, die Zeit ist rum. Danke für die ehrlichen Antworten. Ich danke Ihnen auch für das Interview. Und dann machen Sie es gut. Ich bin gerade sehr begeistert, dass man die auch so zusammen machen kann. Das geht mich mit den Duplos nicht.